Was geht und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Guide auf meinem Kanal. Und zwar geht es um diese kleinen netten Crystal Wyverns da. Ich werde mal von den Drachen hier aufsteigen. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich ganz einfach. Generell sind diese Drachen auf Crystal Island oder wie sie... Mir fällt gerade der Name von der Map nicht ein. Auf jeden Fall sind diese Drachen relativ einfach zu zähmen. Ihr braucht eigentlich nur unten rechts in eurer Hotbar, seht ihr ja schon, ich habe da ganz normale Kristalle drin. Es gibt mehrere Kristalle, um so einen Drachen zu zähmen. Aber wir werden das jetzt mal ganz einfach mit normalen Kristallen machen. Na, wenn, warte mal, der Drache ist gerade gelandet. Ihr müsst halt ganz vorsichtig. Er darf euch nicht sehen. Na komm, lande da. Lande da. Ich sehe dich. Scheiße. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Ihr müsst halt versuchen, euch von der Seite oder so anzuschleichen. Er darf euch nicht angucken. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof hier mit den ganzen... Nein. Ihr habt gesehen, ich bin ihm gerade auf seinem Flügel gehüpft und stehe jetzt auf seinem Rücken. Na gut, es ist jetzt ein Low-Level-Drache, aber ihr seht, ich stallfüttern. Ihr drückt jetzt einfach einmal Dreieck und dann sollte er anfangen zu fliegen. Es buggt ein bisschen. Also ihr werdet nicht runterfallen von dem Drachen oder so, es buggt aber etwas rum. Und jetzt bleibt ihr ganz einfach hier stehen und wartet, bis dieser Drache wieder hungrig ist. Also es ist jetzt ein Tropical Crystal Wyvern, aber ja, ne, das funktioniert genauso auch bei den anderen zwei. Bei den anderen Arten davon funktioniert es auf jeden Fall genauso. Ja, ihr springt einfach über den Flügel und klettert ihn auf den Rücken. Und dann fangt ihr an, ihn zu füttern. Macht nicht den Fehler und stellt euch unten beim Drachen hin. Oh, da steht Dreieck zum Füttern und füttert ihn einfach, weil ihr seht, er fliegt dann hoch. Fliegt hoch, runter und hast du nicht gesehen. Nicht wundern, ich habe jetzt ein Kristall gefüttert, er ist jetzt schon bei 77,5%. Auf dem Server hier ist Taming recht hoch gestellt. Selbst wenn er so fliegt, ihr fallt nicht runter. Macht euch da keinen Kopf drum. Ihr könnt einfach auf seinem Rücken stehen bleiben. Ja, ihr wartet halt jetzt, guck mal hier, zum Füttern, also zum Zähmen Kristallfüttern. Zack. Und da haben wir ihn auch schon. Ja, und jetzt könnt ihr ganz einfach euch auf den Drachen draufsetzen. Der sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, der Tropical Drache, der kann halt Wasser speien. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo mein anderer Drache hin ist, den ich mitgebracht habe. Ja, im Prinzip ist das auch schon alles. So könnt ihr alle Crystal Wyverns zähmen. Also die sind auch eigentlich freundlich. Normalerweise sind die Drachen ja, wie soll ich sagen, aggressiv. Die greifen euch da sonst eigentlich immer an. Und mit dem Tropical Drachen hier, wenn ihr mit denen in so in seichtes Wasser geht, also so wie hier, kriegt er einen Buff. Und zwar macht er dann mehr Schaden. Der Blood Wyvern, Crystal Wyvern, der, wenn ihr den könnt ihr so Blut speien lassen. Das sieht auf jeden Fall so aus. Und der macht dann halt, ja, wie soll ich sagen, der entzieht dem Gegner Lebensenergie. Genauso, wenn ihr den beißt und so. Ich steig mal ab. Und alle anhalten. Ja, das ist eigentlich auch schon alles, wie ihr so einen Drachen ganz einfach ziehen könnt. Ja, wenn euch dieser kleine Guide gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein kleines Däumchen nach oben da. Und wenn ihr noch neu auf meinem Kanal seid, lasst auch gerne ein kostenloses Abo bei mir. Und ja, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, aktiviert auch gerne die Glocke. Ich hoffe, dieser kleine Guide hat euch geholfen. Und vielen Dank fürs Reinschalten. Ciao, ciao.